Crashtests für Kometenjäger? Die Autoindustrie prüft mit Aufprallmanövern die Sicherheit ihrer Fahrzeuge. Im Fall eines kilometergroßen Brockens, der durchs All rast, scheinen die Aussichten eher gering, dass nach einem Zusammenstoß überhaupt noch etwas übrig bliebe. Es sieht aus wie eine Mission Impossible. Der Ingenieur Köhn-Görz verfeinerte über Monate hinweg das Manöver, mit dem Ende 2014 ein Landegerät der Europäischen Raumfahrtagentur ESA auf dem Kometen Churyumov-Gerasimenko niedergehen soll. Die Forscher wollen die Zusammensetzung des Himmelskörpers erkunden, denn er blieb übrig, als vor Milliarden von Jahren das Sonnensystem entstand. Der Trick besteht natürlich darin, den Kometen nicht frontal anzusteuern, sondern ihm erst einmal hinterherzufliegen. Am Schluss soll das Landegerät mit nur noch 3 bis 4 Stundenkilometern an Geschwindigkeitsdifferenz hinter ihm herschweben und sanft auf seiner Oberfläche aufsetzen. Sobald der Länder feststellt, dass er die Kometenoberfläche berührt hat, werden 2 Anker geschossen. Auf der Erde war der Lander so schwer wie ein Kühlschrank. Auf Gerasimenko muss er sich wie ein Insekt festkrallen, um nicht wie ein Blatt Papier wieder zurück ins Weltall zu taumeln. Denn die Anziehungskraft auf dem Kometen ist gering. Gleichzeitig wird auch eine Art von Rakete entzündet, die oben aufs Dach montiert ist. Und das wird die Kraft vom Ankerschießen kompensieren. Weil Funksignale 30 Minuten brauchen, um die Sonde zu erreichen, muss der Bordrechner den Landevorgang automatisch abwickeln. Ob sein Programm richtig reagiert, wenn er auf Fels oder andere Hindernisse stößt, testen die Forscher in einer Versuchshalle in Bremen an einem 1:1 Modell des Landegeräts. 5 Tage vor der Landung wird ein Update hochgeladen, das die letzten Erkenntnisse über die Beschaffenheit des Kometen berücksichtigt. Nach dem Aufsetzen entnehmen Bohrer aus bis zu 20 cm Tiefe Bodenproben. Sie erhitzen sie in einem vergleichsweise winzigen Ofen, halb so groß wie der Daumennagel von Görz, und analysieren die flüchtigen Moleküle. Ein Magnetometer misst das Zusammenwirken von Sonnenwind, Koma und Magnetfeld. Funkwellen durchleuchten den Kern des Kometen. Die Sonde selbst bleibt im Orbit und hält als Funkrelais Verbindung zur Erde. Natürlich gab es auch schon andere Missionen. Die NASA-Missionen, ähnlich wie die ESA-Giotto-Mission, waren alles Vorbeiflüge, wo man mit sehr, sehr hoher Relativgeschwindigkeit an dem Kometen vorbeigeflogen ist. Wissenschaftlich dennoch nicht zu vergleichen mit einem Lander, der für längere Zeit sanft die Untersuchung an der Oberfläche durchführen kann. Im Jahr 2004 wurde die Mission gestartet. Erst im November 2014 wird sie ihr Ziel erreichen. Am Schluss wird das Projekt eine ganze Generation beschäftigt haben, ohne dass sich eines der beteiligten Raumfahrzeuge auch nur über den Rand des Sonnensystems hinaus bewegt hätte. Im Moment wissen wir noch überhaupt nicht, wie der Komet aussehen wird, wo man gut landen kann. Das wird eine sehr aufregende Phase sein.